SG 09 in den weißen Trikots von rechts nach links empfingen den SC Wiedenbrück. Und wir schauen auf die erste Szene. Kapitän Nico Buckmeier, der wieder in die Startelf rückte für Berkan Cambulut mit dem ersten Torabschluss, aber keine Gefahr für den Kasten des SC Wiedenbrück, der hier dann im 1 gegen 1 Patrick Schikowski gegen Adrian Schneider in den Strafraum. Hereingabe dann allerdings kein Problem für Edin Pipic im Kasten der SG 09. Dann Tiger Lobinger mit dieser feinen Einzelleistung gegen David Hüsing, setzt sich da hervorragend durch. Der Abschluss leicht abgefälscht noch von Hüsing, deswegen gab es Eckball, aber daraus entstand keine Gefahr. Kurz darauf gab es diesen Freistoß für die 09er. Eine Sache für Mittelfeldmotor Mael Korbos, der bringt den Ball hinein. Frederik Lach verpasst da ganz, ganz knapp. Das wäre die große Möglichkeit gewesen. Die 09er zu Beginn mit sehr, sehr vielen Standards, Ecken und Freistößen, aber ohne all die große Torgefahr zu entwickeln. Etwas anders dann nach einer halben Stunde Kamil Bednarski mit dieser Riesenmöglichkeit und Edin Pipic mit einer klasse Rettungstat. Doch die folgende Ecke brachte erneut Gefahr für den Kasten der 09er. An Freund und Feind vorbei landet die Kugel bei Oliver Zech und der zieht hier einfach mal ab aus spitzem Winkel. Auch hier Edin Pipic zur Stelle, dann Nico Buckmeier und dann mit der Hacke Emre Jeseljova. Da muss er den Fuß nehmen, nicht die Hacke. Das war die große Chance für die SG 09 in Führung zu gehen. Wie gesagt, nach einer halben Stunde der SC Wiedenbrück mit diesen zwei dicken Tormöglichkeiten. Dann diese Szene. Mike Andreas lässt das Bein stehen gegen Nico Buckmeier. Die 09er fordern Strafstoß. Ganz, ganz knifflige Entscheidung. Hackentrick von Cello Diallo. Dann kommt das Bein raus von Mike Andreas. Und Bucki hebt natürlich ein Stück weit ab, aber ein Kontakt ist auch da. Knifflige Situation. Kann man geben, muss man nicht geben. Schiedsrichter Wollenweber entschied auf Weiterspielen. Dann kurz vor der Pause noch einmal die Gäste aus Ostwestfalen mit diesem Hammer hier von Oliver Zech an das Gebälk. Glück für die SG 09. Es ging torlos in die Pause. Kurz nachher diese Konteraktion der 09er nach einer Ecke des SC Wiedenbrück. Tiger Lobinger schirmt da wieder erst gut den Ball ab und dann dieser Schussversuch von Mael Korbos und Marcel Hölscher mit der Parade. Ein offenes Spiel jetzt, nachdem es in der Pause geschüttet hat, wie aus Kübeln mit Hagel und allem, was dazugehört. Der Platz natürlich in einem katastrophalen Zustand. Dann die 61. Minute, Schussversuch hier von Oliver Zech. Adi Schneider blockt den Ball, Hüsing mit der Hereingabe und da ist Kamil Bednarski vollkommen blank und macht das 0:1 in der 61. Minute. Der SC Wiedenbrück in der zweiten Halbzeit bis dahin noch gar nicht torgefährlich gewesen und dann diese Aktion und direkt das Tor, das 0:1 und auf diesem Boden war klar, wer hier in Führung geht, der hat große Vorteile und so war es letztlich auch. Cello Diallo mal mit diesem Freistoß. Es war nicht so, dass die 09er es natürlich nicht versuchten, sie kämpften und dann diese Aktion, ein glasklares Handspiel von Daniel Latkowski. Unglaublich, dass Schiedsrichter Wollenweber hier nicht auf Elfmeter entschied. Tiger Lobinger echauffierte sich so sehr, dass er die gelbe Karte sah. Aber wir sehen es hier. Wie man das nicht sehen kann, ist einfach unbegreiflich. Und auch wenn die 09er heute keinen guten Tag erwischten gegen den SC Wiedenbrück, das ist ein glasklarer Handelfmeter und dann muss es den Elfmeter geben. Den gab es aber eben leider nicht. Und so ging es weiter. Dann 4 Minuten vor dem Ende. Dieser Kopfball von Freddy Lach, das war natürlich nicht gut gemacht. Und der ehemalige 09-Jugendspieler Yannick Geisler macht sich auf die Reise. 3-gegen-1-Situation und Patrick Schikowski steht völlig blank und macht das 0:2 in der 86. Minute. Alles riskiert die 09er und alles verloren in dieser Szene. Patrick Schikowski bleibt ganz ruhig vor Edin Pipic und sorgt für das 0:2. Das war letztlich dann die Vorentscheidung. Die 09er, sie versuchten es noch einmal über Tiger Lobinger. Aber auch hier Hölscher auf dem Posten. Es blieb bei der 0:2 Niederlage. Und nun gilt es, sich am kommenden Samstag bei der Düsseldorfer Zweitvertretung ein Erfolgserlebnis zu holen und den Bock umzustoßen. Bis dahin, macht's gut. Unterstützt die Jungs weiter so wie bisher. Dann holen wir auch den nächsten Dreier in Düsseldorf.